neuen Rezept. Ich hatte ja im letzten Rezept gesagt, hey, den Monat widmen wir den Süßkartoffeln. Und somit starten wir diesen Monat mit einem Süßkartoffel-Brownie-Rezept. Die werden so richtig saftig und schokoladig, aber überzeugt euch selber davon. Jetzt kommen wir erstmal zum Rezept und am Schluss gibt es dann auch noch ein Gewinnspiel für euch. Also zu Beginn braucht ihr erstmal natürlich eine Süßkartoffel. Da die von der Größe variieren, schreibe ich euch natürlich nochmal in die Beschreibung, wie schwer meine Süßkartoffel in dem Fall war. Außerdem braucht ihr da noch eine Banane, etwas Kakaopulver natürlich, etwas Zimt, in meinem Fall dann natürlich etwas mehr Zimt, weil ich einfach verrückt danach bin. Und zum Süßen nutzen wir hier diesmal den Kokosblütenzucker von Fit Meals. Den findet ihr auch wieder unten in der Beschreibung. Und mit dem Code VICTOR10 gibt es hier auch nochmal 10% auf eure Bestellung. Ja, außerdem brauchen wir dann noch sozusagen eine kleine Backmischung. Hier habe ich mich für Dinkelflocken gemahlen entschieden. Ihr könnt natürlich auch einfach auf Instant Oats zurückgreifen oder auf Mehl. Bei den Dinkelflocken hat man einfach ein bisschen weniger Fett und auch die Kalorien sind etwas reduziert. Außerdem braucht ihr dann noch 30 Gramm Proteinpulver. Ich habe mich natürlich für Schokoladiges entschieden, dann noch etwas Bourbon-Vanille hinzugefügt und natürlich Backpulver. Jetzt beginnen wir aber erstmal damit, dass wir die Süßkartoffel schälen. Ja, das könnt ihr eigentlich relativ grob machen und schaut, dass da keine Stücke mehr der Schale übrig sind. Nach dem Schälen schneiden wir die Süßkartoffel dann auch noch klein, denn ja, in kleinen Stücken wird sie einfach schneller gar. Und da ist auch schon das Stichwort, sie kommt jetzt in den Kochtopf mit Wasser und wird 15 Minuten aufgekocht. Ihr könnt aber auch früher schon überprüfen, ob die Süßkartoffel durch ist, indem ihr einfach mal mit dem Messer reinsticht. Und ja, wenn sie dann vom Messer hinabgleitet, dann sollte sie auf jeden Fall fertig sein. Dann nur noch abgießen und dann können wir sie mit der Banane zusammen verquirlen. Ich habe jetzt eine relativ große Schüssel genommen, in der kleineren ist das dann noch etwas einfacher. Im Anschluss kommen dann alle weiteren Zutaten hinzu. Hier wird jetzt aber nicht weiter gequirlt, sondern mit einem, ja, Tortenheber nennt man das, glaube ich, einfach alles untergehoben, bis sich da eine feste Masse bildet. Wenn das Ganze bei euch etwas zu trocken ist, einfach etwas Wasser oder vielleicht sogar, wenn ihr es noch süßer möchtet, Agavendicksaft dazu. Und ja, das Kokosöl habe ich jetzt zu Beginn extra nicht aufgezählt, denn das könnt ihr jetzt hinzugeben. Müsst ihr aber nicht. Sie schmecken auch so richtig lecker. Mit dem Kokosöl werden sie einfach noch etwas saftiger. Also entscheidet das für euch. Ich in dem Fall habe auf jeden Fall meinen Teelöffel genommen. Das sind so um die 10 Gramm. Dann natürlich den Ofen vorheizen. Hier schaltet ihr auf Ober-Unterhitze bei 200 Grad. Wenn ihr das Ganze mit Umluft macht, würde ich auf 180 Grad runtergehen. Und dann kommen die Süßkartoffel-Brownies für 40 Minuten hinein. Nach den 40 Minuten lasst ihr sie dann am besten nochmal für 10 bis 15 Minuten stehen, dass sie etwas fester werden und dann könnt ihr sie schon servieren. Ob mit Erdnussmus, mit Schokoladensauce, Zimtsauce, euch sind da keine Grenzen gesetzt. Lasst euch auf jeden Fall schmecken. Die Nährwerte und die genauen Zutatenangaben findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir zu unserem Gewinnspiel. Damit ihr die Süßkartoffel-Brownies auch, ja, originalgetreu nachmachen könnt, haben wir uns gedacht, verlosen wir einfach mal eine Packung Kokosblütenzucker. Was müsst ihr dafür tun? Ihr seid ja hier bereits auf dem Fit Meals Channel und wenn ihr auf meinem Channel seid und das Video im Nachhinein schaut, dann solltet ihr jetzt auf den Fit Meals Channel gehen, denn das Gewinnspiel läuft noch ein paar Tage. Ihr abonniert den Channel, ihr schreibt in die Kommentare, was ihr euch für zukünftige Videos wünscht, also Rezeptvideos, und lasst uns dann noch einen Daumen hoch da. Unter den Teilnehmern werden wir dann auslosen, wer gewonnen hat und dir deinen Kokosblütenzucker zukommen lassen. Dem Gewinnspiel geben wir dann einfach jetzt mal eine Woche. Das heißt, ihr habt eine Woche Zeit, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, um eure Freunde vielleicht auch daran teilhaben zu lassen. Also teilt das Video gerne mit euren Freunden. Zum einen, dass die was gewinnen können und zum anderen, dass der Channel wächst und ja, wir viele Leute mit leckeren Rezepten begeistern können. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und viel Erfolg beim Gewinnspiel. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.